So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2, die Legende eines Chars. Und ja, wir haben, wie ihr seht, habe ich mir die Waffe jetzt geholt. Ne, habe ich mir jetzt hergestellt. Die webernhafte Perlen-Donnerbüchse. Das sind auch die Werte, wie ihr seht. Zu meiner vorherigen Waffe muss ich sagen, die Waffenstärke war ist jetzt besser mit der Vipernhaften. Die Kraft, der Zusatzschaden und die Fachkenntnis haben sich erhöht. Die Präzision hat sich ein bisschen verringert, aber das macht nichts. Wie gesagt, das sind in dem Sinne dann ja, nur hier die Chance auf kritischen Treffer, was dementsprechend ein wenig runtergegangen ist. Nicht viel, aber ein wenig. Deswegen sollte das nicht so gravierend sein. Ich werde nämlich auch Schusswaffe brauchen. Gerade für die Gegner, die man ja doch lieber aus Distanz platt machen will, als aus nächster Nähe. So, ich versuche mal hier jetzt irgendwie in Richtung der Dings zu kommen. In Richtung dessen zu kommen, wo ich hin soll. Und zwar hier. Wurzeln des Schreckens. Passt ja. Ist ja bald Halloween. So. Gehen wir mal zu unseren Kollegen. Ich habe ja immer geglaubt, dass an den Geschichten etwas dran war. Es heißt, die Novus Q habe sich geweigert, über der Erde zu leben. Und ihr meint, diese Stadt sei hier draußen im Dschungel? Da bin ich hoffnungsfroh und, ehrlich gesagt, freue ich mich auch sehr. Jeder Vorteil gegen Mordremos wäre im Moment großartig. Wo ist denn unser grüner Freund hin? Kanach ist vorausgegangen. Ich denke, er musste mal einen Augenblick allein sein. Oh Gott. Ja, da haben wir den nächsten Beweis. Obwohl es eigentlich keinen Beweis braucht, weil die Story sagt ja selber, dass die Asura eigentlich von unter der Erde kommen und dann vertrieben wurden. Ne? Was witzig ist, weil dementsprechend, ne, haben wir hier jetzt eigentlich den Drachen, der die Silvari plagt. Ne? Und aber die Stadt von Asuran, also, So, Kanach. Hi. Kanach, seid ihr... Ich habe mich nur umgesehen. Kein Grund, dass sich eure Leute gleich rückwärts überschlagen. Kommandeur, da unten ist ein Leutnant des Pakts und möchte euch gern sprechen. Sie und ein paar andere konnten aus einer Gefangenenkarawane der Mordrem fliehen. Sie haben ein provisorisches Lager errichtet, aber irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Leutnant Morrison. Und ein paar Wachsame. Ah, das Lager sieht wirklich provisorisch aus. Mal kurz gucken. Leutnant, ihr wolltet mich sprechen? Kommandeur, sobald wir den Boden berührten, wurden wir von Mordrem überfallen. Die Überlebenden wurden gefangen genommen. Und ihr konntet flüchten? Ja, Marshal Traherne, Soldier und Hauptmann Thackray haben für Ablenkung gesorgt, damit ein paar von uns flüchten konnten. Ihr habt sie getroffen? Sind sie hier? Ich fürchte, nein. Sie haben ihre eigene Gelegenheit zur Flucht geopfert, damit wir uns retten konnten. Die Mordrem haben sie erwischt. In welche Richtung sind sie? Ich war zu benommen. Unser Magister weiß es vermutlich. Er war der Letzte, der fliehen konnte. Aber er ist nicht hier. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Ein Monster hat das Lager angegriffen. Es holt sich immer ein paar von uns auf einmal. Der Magister ist mit einer Truppe hinterher, um es zu töten.
den von Pilzen erleuchteten Durchgang dort entlang. Leutnant, ich lasse ein paar Leute hier, zu eurem Schutz. Ich gehe dem Magister nach. Bran, ihr kommt mit. Ist mir wirklich ein bisschen suspekt gerade, aber hey. Pilzen durchleuchtete Dings. Es könnte eine Falle sein. Könnte... Ah, guck mal. Ich fühle mich stark. Zack. Alter, ernsthaft? Gut, dass das vorbei ist. Ich traue dem ganzen Braten nicht so. Grüne Rückstände. Sieht aus wie das Blut irgendeiner Kreatur. Ach, Spinnchen. Ein paar Spinnchen. Zack. Oh, das hat wehgetan. So. Sieht aus, als hätte keiner überlebt. Ich sehe aber niemanden mit der Rüstung eines Magisters unter den Toten. Der muss tiefer hineingegangen sein. Wir müssen ihn finden, möglichst lebend. Da stimmt was nicht. Wenn das ein Mordrim ist, dann ist er anders als alles, was ich je gesehen habe. Was immer das sein mag, es ist groß. Es scheinen drei Wege weiterzuführen. Welchen nehmen wir? Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, welchen Weg wir nehmen, ne? Entweder den dunklen mit Sperren versetzten, den mittleren hier, oder den rechten mit diesen komischen Puppen oder so, was das da ist. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, welchen ich letztes Mal genommen habe, aber ich würde sagen, goldene Mitte sieht doch eigentlich ganz. Grube überspringen, ohne die das Wasser zu berühren. Hopp. Scheiße. Genau das. Das sollte ich ja halt vermeiden. Da Wasser zu berühren. Weil das war ja klar. Schnell weg. Genau. Yay! So geht das. Genau deswegen. Genau deswegen muss man aufpassen, wo man hintritt. Ah, jetzt kommen sie natürlich schon hier lang. Ich fühle mich stark. So geht das. Adrenalin steigt an. So geht das. So. Zack. 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 Zack.
Zack. Na, dann kommt mal her hier, ihr kleinen Mistviecher. Zack. Zack. Hab. Adrenalin steigt an. Na, komm her. Zack. Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack. Und hab. Und. Hab. Zack. Zack, 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 zack. So. Ruhe. Ja, wie gesagt, eigentlich hätte man hier nicht runter dürfen. Ne? Weil hier ist. Hier ist so Wasser. Ne? Wo ich jetzt drauf springe. Und da hätte ich eigentlich oben lang schauen müssen, dass ich da den. Das alles so. Hinkriege, ohne das Wasser zu berühren. Gut, dass das vorbei ist. Und ich kämpfe hier noch mit einer Spinne. Weißt du, er sagt hier gut, dass das vorbei ist. Und dabei springe ich hier noch, kämpfe ich hier noch mit einer Spinne. So. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. So. Okay. Okay, wir müssen die Kreatur finden. Da hinten. Das ist auf jeden Fall kein Mordre. Möglich, aber tot kriegt man das Biest trotzdem. Okay, ein Veteran. Chuck. Schocker. Schadenreflektierender Schild hat er und ein Energiestrahlbogen. Genau. Hilf mir. Na los doch, schlagt mich. Zack, zack, zack. Zack. Zack, 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 zack. Auf jeden Fall hat das Vieh jetzt sich ein Schild gebaut, was natürlich echt nervig ist. Kurz mal so flüchten. Mal bitte. Danke sehr. Na los, schlagt mich. Ach, nein. Verzieh dich. Zack. Zack, zack. So. Puh. Alles klar. Da ist der Magister. Kommandeur, ihr kommt mich holen? Wir werden euch hier herausholen. Nein, der Rabe ist schon hier, um mich zu holen. Ganz ruhig, ich bin ja da. Könnt ihr mir sagen, in welche Richtung die Mordrim-Karawane unterwegs war? Ich? Ja, in den Dschungel. Tiefer hinein ins Gebiet der Mordrim. Nach Süden. Ruhet in Frieden, großer Jäger.
Ich persönlich werde eure Geschichte erzählen. Die Itzel sagen, Mutter Dschungel sorgt für uns. Aber sie scheint nur für Tod zu sorgen. Und wir sorgen für Vergeltung. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, das ist ihr Nest. Hier unten. Das müsst ihr euch anschauen. Das müssen Hunderte sein. Naja, ich zähl weniger. Davon. Kümmern wir uns wieder um unsere Mission. Ich zähle weniger, aber okay. Wenn er der Meinung ist, dass das Hunderte sind. Kommandeur! Cass, was macht ihr denn hier? Es sind weitere Paktsoldaten gekommen und haben das Lager gesichert. Wir sind gekommen, so schnell es ging. Haben wir was verpasst? Ein riesiges Insekt. Irgendetwas über unsere Freunde? Ich habe mit dem Magister gesprochen, bevor er starb. Er sagte, die Karawane sei unterwegs nach Süden. Dann sollten wir sie verfolgen. Es ist eine schwere Entscheidung und ich bin auch total dafür, sie zu retten. Aber wir können den Abstecher nach Rata Novus nicht einfach vergessen. Die norwanischen Wissenschaftler und ihre Forschung über die Altdrachen könnten ungeheuer wertvoll sein. Wir werden uns aufteilen müssen. Taimi Kanach und ich gehen nach Rata Novus. Ihr anderen sucht nach Spuren der Karawane. Rox, hinterlasst uns Zeichen, damit wir euch einholen können. Wenn dieses Rata einen Drachennotausschalter hat, dann gehe ich mit euch. Die Karawane können die anderen auskundschaften. Na schön, auf geht's, Leute. Ja, können die anderen schön machen. Puh. Was kommt jetzt? Okay. Was ist das hier? So. Das Schöne ist, wir haben sogar wieder einen Schlüssel. Für die Truhe. Die Truhen sind immer witzig. Ich weiß gar nicht, ob jetzt zu Halloween eigentlich da eine Besonderheit drin ist. Das habe ich gar nicht, also wirklich nie bedacht. Aber wir können es ja mal gucken. Denn ich habe ein Bankzugriffskit ja hier oben drin. Da können wir einmal hier verwenden. Ah, tatsächlich. Halloween-mäßig. Evons Schlitzklinge, süßes oder saures Tasche. Ist ja jetzt momentan nämlich Halloween-Event. So. Material von dem Biora-Sümpfen. Versorgerstarter. Dann Schwarzlöwenfigürchen. Und halt diese Dingstasche. So, das geht nach da. Das geht nach da. Das kann dann mal nach da. Den verwende ich einfach mal. Ah. Ui. Das Ding. Allein das Ding ist 5 Gold wert. Das ist nett. Beim Wiederbeleben eines Verbündeten erhaltet ihr folgende. Ah, nett. So. Das kann ich lagern. Verwenden, lagern, lagern, lagern und verwenden und lagern. Jeder Versorgungsgegenstand, den ihr konsumiert wird. Ja. Lagern, lagern, ja. So. Okay, so viel dazu. Dann raus hier. Natürlich gibt er mich hier, mir hier das an einer echt unschönen Position wieder. Oh. Ich würde sagen, entweder sind die Server gerade down gegangen. Oder ich habe irgendwie, ne? Ich gehe mal nach da. Da ist eine gute Position. Um diese Folge mal kurz zu Ende zu bringen, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir dann die Route nach Rata Novus uns auf den Weg machen, sozusagen.
Und dementsprechend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Levers.